frei sein, das sagen wir so. Das ist für uns in Deutschland selbstverständlich. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass es auch in Deutschland Menschen gegeben hat, die nicht frei waren und die bereit waren, für diese Freiheit viel zu riskieren. Das ist Walter Sobel und gleich sehen Sie Simone Sobel, ein scheinbar glückliches Paar, wenn da nicht die Mauer wäre, von der Erich Honecker noch im Januar 89 sagt. Sie wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Und so lange wollten die beiden nicht warten. Heute sind Sie bei uns im Studio, Simone und Walter Sobel. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Vor 25 Jahren, also ein Jahr vor der Maueröffnung, haben Sie sich mit Ihren damals beiden kleinen Töchtern zur Flucht entschlossen. Warum? Warum wollten Sie fliehen? Ja, bei mir war das einfach so, dass ich eigentlich sehr christlich erzogen wurde. Und meine Eltern zu diesem Zeitpunkt, als wir 89 beschlossen haben, auch überzugehen, waren die schon im Westen in Hagen. Sie haben eigentlich offiziell über die Ausreise, haben sie es geschafft, in den Westen zu kommen. Und all meine Verwandten, Cousins und Cousinen waren zu dem Zeitpunkt auch schon im Westen. Und ich wollte eigentlich hinterher, weil das Feindbild, was uns dort damals aufgebaut wurde, das entsprach nicht dem, was ich mir so vorgestellt habe. Und ich wusste genau, im Westen kann man, wenn man es möchte, auch schaffen. Was hat Sie am meisten gestört? Also ich muss jetzt dazu sagen, ich wollte eigentlich nicht rübergehen. Also, bei mir war es so, dass Sie waren die treibende Kraft. Genau, richtig. Die treibende Kraft. Ich war eigentlich so weit zufrieden mit den Kindern, mit dem Häuschen, mit der Arbeit. Das war alles für mich in Ordnung. Was ich gemerkt habe, dass mein Mann dann ideologische Schwierigkeiten hatte von der Arbeit und mit der Zeit, habe ich dann erkannt, dass er wirklich rüber möchte, dass es nicht nur so eine Fixidee ist, sondern dass er das tatsächlich plant. Und das war sehr lange Zeit vorher geplant. Und ja, ich musste dann mit mir auch ringen und überlegen, was mache ich jetzt? Bleibe ich bei meiner Familie? Habe ich die Sicherheit hier? Was erwartet mich drüben? Weil ich wusste ja nicht, was auf uns zukommt. Und dass man halt eben hier arbeiten muss, ist auch klar. Also habe ich nach längerer Zeit, also es hat auch wirklich lange gedauert, dann einfach aus Liebe und Vertrauen, dass wir es zusammen schaffen, habe ich gesagt, okay, wir machen das gemeinsam. Das war eigentlich bei mir der Beweggrund. Wie schön, er lächelt. Ja. Das ist doch eine tolle Liebeserklärung. Ja. Sie haben sich also überzeugen lassen. Ja. Für Sie war es eine Hoffnung. Was erhofften Sie sich vom Westen? Ja, dass der Westen erstmal anders ist als der Osten. Also im Osten hatten wir auch keine Chance, uns irgendwo zu verwirklichen. Die Simone war Physiotherapeutin, ist sie immer noch. Und der Wunsch, irgendwo kreativ zu sein, ich zum Beispiel bin sehr, sehr kreativ. Und das alles im Osten zu verwirklichen, das ging nicht. Das war einfach nicht möglich, irgendwo freie Gedanken zu haben. Und das habe ich gedacht, im Westen zu bekommen. Und das war ja auch so. Und es war ja auch nicht so, dass wir unvorbereitet in den Westen gegangen sind. Also sehr viele Verwandte, die wir schon im Westen hatten, haben auch berichtet, wie es dort drüben ist. Und das Feindbild, was uns aufgebaut wurde, im Westen liegen alle unter Brücken oder haben keine Arbeit. Das stimmt alles nicht, weil alle oder 100% meiner Verwandten, die hatten alle eine Arbeit, hatten alle eine Wohnung oder ein Haus sogar. Und da konnte ich mir denken, das wird funktionieren. Der Plan war also gefasst, die Hoffnung war da und es war ein Traum. Ein Traum war es und Sie, liebe Zuschauer, werden in den nächsten 60 Minuten miterleben, wie die Flucht gelingt und ob der Traum von der Freiheit im Westen in Erfüllung gegangen ist. Die DDR im 40. Jahr, das ist ein Überwachungsstaat ohne Reisefreiheit und ohne echte Demokratie. Und es ist ein wirtschaftlich marodes Land. Die Umwelt verseucht und zu kaufen gibt es auch nicht immer was. Es fehlte halt nicht nur die berühmte Banane. Ja, es gibt sie. Diese Tage, an denen auch Südfrüchte in der DDR zu haben sind. Allerdings sind die Schlangen vor den Verkaufsständen entsprechend lang. Doch nicht nur exotisches Obst ist Mangelware, auch andere Konsumgüter sind weder für Ostmark noch für gute Worte zu haben. Wenn ich feststelle, dass es für eine Größe 48 eine Hose gibt im Angebot. Das ist ja eine normale Größe, die 48 dachte ich mir nicht. Dachte ich mir eigentlich, dass ich normal aussehe und normal groß bin. Und wie oft waren Sie schon, um eine Hose zu kaufen? Des Öfteren. Also ungefähr. Wissen Sie, das ist doch eigentlich ja keine Frage. Die Frage ist, hierher zu kommen, eine Hose zu kaufen und wieder zu gehen. Das wäre eine ordentliche Frage. Wie viel Mal ist doch eigentlich schon idiotisch gefragt? Wir haben ja eben wirklich nichts, wo ich sagen könnte, das kann man irgendwann zumuten, wo Preis, Qualität und das Äußere angenehm wäre. Die gesamte Lebenssituation ist von Misswirtschaft geprägt.
Wer keine Wohnung in den Plattenbau-Trabantenstädten zugewiesen bekommen hat, muss sich in den historischen Innenstädten mit dem Zerfall arrangieren. Ähnlich steht es um die Wirtschaft. Im Braunkohle- und Chemiedreieck in Sachsen ist es die planwirtschaftliche Monokultur, die mit westlicher Technik und Produktivität nicht Schritt halten kann. Dazu kommt noch der allgegenwärtige Zerfall jener Anlagen, die 30 Jahre zuvor gebaut wurden und seitdem nicht mehr modernisiert worden sind. Berechnungen im Jahr 1988 ergeben, dass ein DDR-Bürger nur halb so produktiv arbeitet wie ein Arbeiter in der Bundesrepublik. Und das liegt nicht nur daran, dass in der Planwirtschaft die persönliche Leistung nicht belohnt wird. Ich habe nichts gegen unseren Staat. Das ist ja nur mein Staat, wo ich arbeite und lebe. Ich habe nichts gegen die Genossen Honecker und gegen unsere Regierung. Bloß ich vertrete auch die Meinung, dass der Genosse Honecker manchmal vielleicht nicht weiß, was in den unteren Betrieben, was hier manchmal gemacht wird. Dass er praktisch seine Berichte nach oben kriegt, wo alles in Ordnung ist und wo alles sauber und ordentlich diktiert ist und sauber aufgeschrieben ist, damit gar keine Fehler entstehen. Und in Wirklichkeit sieht es hier unten ganz anders aus. Die Zeche dafür zahlt die Umwelt und die Gesundheit der Menschen leidet. Die staub- und schwefelhaltige Luft macht selbst für die Kamera den Durchblick fast unmöglich. Dabei hat die DDR auch ihre Vorzeigebetriebe, wie die optischen Werke Carl Zeiss in Jena. Hier wird für den Export gearbeitet. Doch die erwirtschafteten 10 Pfennig an Devisen haben damals real eine deutsche Mark in der Produktion gekostet. So hätte kein Staat wirtschaftlich überleben können. Das waren Bilder aus den 80er Jahren. Da ging das dann nicht mehr lange gut mit der DDR, aber das konnten die Menschen ja nicht wissen. Wir haben Sie auf Facebook gefragt. Das Leben riskieren für die Freiheit, würden Sie das tun? Und so haben Sie geantwortet. Hier sind ein paar Antworten, die wir uns erreicht haben. Und da sind Sie. Das Leben riskieren für die Freiheit, würden Sie das tun? Susanne Stark schreibt ja. Ich kann mir vorstellen zu gehen, wenn ich wie zu DDR-Zeiten vorgeschrieben bekäme, wie ich zu leben habe. Vor allem, wenn es anderswo nicht so ist und ich die Möglichkeiten sehe, selbstbestimmter leben zu können. Cheyenne Hundweißer schreibt, niemals hätte ich auch nur eine Sekunde das Leben meiner Familie aufs Spiel gesetzt. So schrecklich war es in der DDR wirklich nicht. Und keiner kann mir weismachen, dass jetzt keiner bespitzelt wird. Kerstin Fromme schreibt, die Frage ist immer, was man unter Freiheit versteht. Freiheit ist in erster Linie eine Sache der Einstellung. Und damit es klar ist, ich fühle mich in diesem Land nicht frei. Demokratie ist hier genauso Schein wie zu DDR-Zeiten. Drei Meinungen zum Thema Freiheit. Vielen Dank. Sie haben es schon gesagt, Herr Sobel, Ihre Eltern durften ausreisen. Sie haben dreimal einen Ausreiseantrag gestellt, immer wieder abgelehnt worden. Wann und wie fiel dann die Entscheidung zu fliehen, wenn es nicht auf legalem Wege geht? Ja gut, die Entscheidung zu fliehen, die hatte ich schon eigentlich fast während meiner Schulzeit, das muss man so sagen. Und der erste Traum oder der erste Gedanke war, vielleicht irgendwie zur Grenze zu gehen und dann da als Grenzsoldat über die Mauer einfach abzuhauen oder über den Grenzzaun. Aber da kam ich nicht hin, weil man mich da eigentlich nicht hinlassen wollte. Und meine Eltern haben die Ausreise deshalb bekommen, weil meine Mama im Rollstuhl war. Sie war sowieso also für den Staat ein gewisser Ballast, nicht produktiv. Mein Papa hat mir dann mitgehen lassen und die haben dann doch schon eher die Ausreise bekommen. Mhm. Sie mussten auch nur ein Jahr darauf warten. Ganz so, da hat man sie nicht werden lassen. Wie haben Sie dann den erneuten Fluchtplan oder den Fluchtplan geschmiedet? Wann war das? Wie alt waren Sie? Der Fluchtplan, der aktuelle, war dann schon bevor meine Eltern im Westen waren. Da haben wir schon Dokumente wie Studiensachen für meine Frau und wichtige Dokumente schon mit rübergenommen. Das hatten wir alle schon im Westen, das war dann so geplant. Keiner wusste etwas davon, außer, wie gesagt, meine Eltern und meine Schwester. Ansonsten hat niemand etwas davon gewusst, auch nicht die engsten Freunde. Und so richtig hat es sich manifestiert Anfang des Jahres 89. Da war dann ganz klar, wie wir es machen werden und wie es laufen soll. Was daraus wird, das wusste keiner. Mhm. Das ist ja das Abenteuer, was Sie uns heute erzählen, weil Sie es wirklich nicht wissen konnten, Frau Sobel. Wie ging es Ihnen damit? Gab es für Sie ein Schlüsselerlebnis? Weil es war lange geplant, es war lange im Gespräch, es wurde lange bewegt. Wann war Ihnen klar, wir machen das? Ja, also wie gesagt, ein Jahr vorher, 1989, haben wir das wirklich schon so langsam immer wieder in Erwägung gezogen. Für meinen Mann war es sonnenklar und ich musste wirklich in diesem Jahr das so verarbeiten. Klar war es, als wir den Urlaub
für Ungarn geplant hatten. Das war ja nicht so einfach, einen Urlaub in Ungarn zu machen. Da musste man auch wirklich für sparen. Und das war ja schon was ganz Besonderes. Und dann war klar, wir machen das. Dann war die Entscheidung wirklich sonnenklar. Und wir hatten dann schon soweit alles vorbereitet, dass wir unsere Sachen aufgeteilt haben und dass wir im Falle eines Falles, wir würden wieder zurückkommen, dass wir dann unbemerkt wieder zurückkommen mit den Kindern. Und das war dann wirklich vor dem Sommerurlaub alles schon geregelt. Mhm. Unglaublich. Mhm. Werden Sie uns gleich noch genauer erzählen, wie das dann abgelaufen ist. Die DDR-Grenzen scheinen nach dem Mauerbau 1961 unüberwindbar. Stacheldraht, Selbstschussanlagen, Todesstreifen. Immer weniger Menschen wagen es zu flüchten. Und doch schaffen es allein im Jahr 1988 330 Menschen. Viele aber scheitern und bezahlen mit dem Leben. Diese Bilder kann sich, glaube ich, jeder erinnern, der das damals in den Nachrichten gesehen hat. Sie haben die Flucht über Ungarn geplant. Eigentlich war es ja erst mal ein Urlaub. Wie haben Sie das dann geplant? Es war ja nach außen, musste es ja getarnt sein als Urlaub. Ja, das war auch ganz geheim. Wir sind losgefahren mit dem Gedanken, also wir kehren jetzt nicht zurück. Wir haben jetzt ein Vorhaben, was wir auch durchziehen werden. Und wir sind dann zum Balaton gefahren und das Kuriose daran ist, ich wollte auf jeden Fall eine Woche Urlaub genießen, weil ich ja nicht wusste, was mich drüben erwartet. Und war dann auch ganz ruhig und mein Mann war sowas von unruhig, sofort weiter. Ja, ich habe mich dann aber durchsetzen können und habe gesagt, Ruhe bewahren. Und dann haben wir eine Woche Urlaub gemacht und dann von da aus haben wir uns dann von unseren Freunden verabschiedet, die mit uns dorthin gereist sind. Und haben ihnen gesagt, wir wollten halt im Freunde in Jugoslawien besuchen und haben uns dann still und leise auf den Weg gemacht. Ich kann verstehen, dass Ihnen das schwer gefallen ist, erst noch eine Woche Urlaub zu machen. Das war ein grausamer Urlaub. Nein, das, so grausam war das gar nicht. Also wir hatten sehr hohe Temperaturen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, die Kinder waren ganz lieb, als wir dann, wie gesagt, vom Plattensee, hat meine Frau erwähnt, losgefahren sind Richtung jugoslawische Grenze, Richtung Weinberge, um dort zu versuchen, über die Weinberge nach Jugoslawien zu kommen. Das haben wir auch versucht an mehreren Stellen. Es war ganz leise, wir waren so dicht an der Grenze. Wir waren kurz davor, es zu schaffen. Und dann sind wir weitergefahren, weil wir gemerkt haben, wir kommen nicht durch diese Grenze in Jugoslawien. Dann haben wir es versucht an einem offiziellen Grenzübergang, wo wir... Warum haben Sie es nicht geschafft an der Stelle, wo Sie waren, wo es so kurz davor war? Es war zu bedrohlich. Irgendwas stimmt ja nicht, es war ein Gefühl. Es war ein Gefühl. Mhm. Und wir wollten natürlich mit den Kindern überhaupt kein Risiko eingehen. Mhm. Das war das oberste Gebot, kein Risiko einzugehen. Ja, und dann weiter zu dem offiziellen... Wussten die Kinder was? Nein, die waren zu klein. Das war jetzt unsere Verantwortung für sie, die wir dann übernommen haben. Und wie sind Sie denn, nochmal zurück, wie sind Sie denn aus Ihrem Haus raus? Wie haben Sie denn Ihr Haus verlassen? Ja, das war so ein Gedanke, das war ein ganz doofes Gefühl. Das ist das Elternhaus von der Simone gewesen und als wir es dann verlassen haben, die Tür zugezogen haben, wussten wir nicht, kommen wir jemals wieder oder... sind wir für immer weg, weil auch der Zeitpunkt, dass die Wende dort hinterher kam, das wusste kein Mensch. Ja. Also wir haben gesagt, entweder kommen wir wieder, weil wir erwischt werden, oder wir sind die nächsten 20, 30 Jahre von hier weg. Okay, diesen Schock hatten Sie praktisch hinter sich und dann stehen Sie an der Grenze, haben das Gefühl, Sie sind kurz davor, es hat aber nicht geklappt. Dann sind Sie an eine andere Stelle gegangen. Mhm. Und was war dann? Wir sind erst zu einem Grenzübergang noch gekommen. Da wurden wir halt von den Grenzern also liebevoll wieder nach Hause geschickt, also zurückgeschickt. Geht, das hat ja keinen Zweck. Und dann haben wir noch einen Versuch unternommen. Und da wurden wir natürlich richtig gefasst von den, was waren das? Das waren ungarische Grenzsoldaten, die uns gefasst haben mit der Kalaschnikow im Anschlag. Das war schon grauenhaft. Die haben dann ins Auto reingefasst, den Zündschlüssel vom Auto abgezogen, wir wurden dann verhört. Mhm. Aber Gott sei Dank habe ich mir dann eine ganz tolle Ausrede einfallen lassen, sodass man uns dann hat laufen lassen. Also da habe ich gesagt, ab nach Hause, jetzt ist Schluss. Also ich war so zittrig und fertig. Aber er war da wirklich sehr clever, hat sich da wirklich eine Geschichte einfallen lassen. Unglaublich. Und dann muss ich das auch erstmal sagen lassen, habe gesagt, nee, jetzt ab nach Hause. Und dann hatten wir... Wie es dann weitergeht, das erzählen Sie mir gleich. Das ist ja dann ein ganz entscheidender Punkt. Herzlichen Dank bis hierhin. Zum Thema Flucht aus der DDR schalten wir nämlich jetzt erstmal nach Erfurt zum MDR-Landesstudio. Von dort ist uns ein ehemaliger Fluchthelfer zugeschaltet, Klaus von Keusler. Guten Tag, Herr von Keusler. Guten Tag.
grüße Sie ganz herzlich bei Planet Wissen. Inwieweit war die Familie Sobel bei ihren mit ihren Fluchtvorbereitungen zu naiv, Ihrer Meinung nach? Ist das aus Ihrer Sicht eine probate Möglichkeit gewesen, das so zu versuchen? Sie kennen ja viele Fluchtgeschichten. Ja, ich glaube, das war ein durchaus erwägenswertes Fluchtunternehmen. Man hatte ja auch schon in der DDR politisch erfahren, dass die Ungarn im Umgang auch mit den Klassenfeinden des Westens etwas liberaler umgingen als die DDR selbst. Und so konnte man also auch erwarten, dass es vielleicht an der Grenze nicht ganz so martialisch zuging wie in der innerdeutschen Grenze. Es ging ja tatsächlich glimpflich aus. Was wäre denn aber passiert, wenn Sie bei dem Fluchtversuch tatsächlich festgenommen worden wären? Also in den späten Jahren der DDR ist sicherlich die Republikflucht nicht in diesen drastischen Maßen bestraft worden, wie das jetzt unmittelbar nach dem Bau der Mauer oder in den 60er und 70er Jahren gewesen ist. Es hat ja zum Beispiel durch die Anerkennung der DDR, durch die Vereinten Nationen und Ähnliches, hat es ja gewisse Tauwetterperioden gegeben. Und soweit mir bekannt sind in vielen Fällen eben auch Republikflüchtige mit vergleichsweise maßvollen Strafen, also ich denke da im Umfang vielleicht von 1 bis 1,5 Jahren, bedacht worden, während es ja in früheren Jahren wesentlich höhere Strafen gab, die zum Teil bis 3 bis 5 Jahren ging. Bei den Fluchthelfern natürlich noch höher. Ja. Die waren ja die erklärten Feinde des Ministeriums für Staatssicherheit. Also auch Sie, Sie haben sich ja in große Gefahr begeben mit Ihrem Engagement. Wir werfen mal eben, Herr von Keusler, einen Blick zurück in Ihre Geschichte als Fluchthelfer. Sie waren zur Zeit des Mauerbaus 1963 Student an der Freien Universität in West-Berlin und Sie haben die Ereignisse um sich herum sehr genau beobachtet und schließlich auch gehandelt. Er erlebt die Dramen, die sich nach dem Mauerbau abspielen, hautnah mit. Menschen, die verzweifelt sind, flüchten und ihr Leben riskieren auf dem Weg in die Freiheit. Klaus von Keusler will helfen und beginnt mit Freunden und Studienkollegen einen Tunnel zu graben. Vom Westteil Berlins in den Ostteil. Sie beginnen in der Bernauer Straße im Keller einer leerstehenden Bäckerei mit dem Tunnelbau. Direkt unter der Berliner Mauer. 140 Meter müssen sie zurücklegen. Ein halbes Jahr lang graben die jungen Männer immer in der Angst, von den Grenzsoldaten entdeckt zu werden. Sie arbeiten in 12 Metern Tiefe. Es ist eng, heiß und die Luft zum Atmen wird immer dünner. An der Oberfläche schöpft scheinbar niemand Verdacht, dass direkt unter dem Todesstreifen 34 Wagemutige einen Weg für die Flucht aus der DDR bahnen. In einem Ostberliner Hinterhof in diesem Toilettenhäuschen endet schließlich der Tunnel. Hier beginnt am 3. und 4. Oktober 1964 für 57 Menschen der Weg in die Freiheit. 120 sollten es eigentlich sein, doch dann fliegen die Fluchthelfer auf. Es kommt zu einer Schießerei, bei der ein Soldat der Grenztruppen tödlich getroffen wird. Das tragische Ende der Fluchtaktion durch den Tunnel, der als Tunnel 57 Geschichte machte. Bewegende Bilder. Und ein Grenzsoldat wurde bei der Entdeckung der Flucht und der anschließenden Schießerei getötet. Erst viel später, nach dem Mauerfall 1989, wurde bekannt, dass er nicht durch die Waffe eines Fluchthelfers gestorben ist, sondern durch Schüsse aus der Kalaschnikow eines anderen Grenzers. Es gibt verschiedene offizielle Zahlen, doch man muss davon ausgehen, dass die deutsche Teilung rund 870 Menschenleben gefordert hat. Herr von Keusler, heißt das, ein Fluchtversuch aus der DDR bedeutete eigentlich immer Lebensgefahr? Also das galt für alle dort Beteiligten. Das galt nicht nur für diejenigen, die die Fluchtwilligen informierten. Das waren die Kuriere oder, wie wir sie nannten, die Läufer. Es galt selbstverständlich für die Flüchtlinge selbst, aber auch für die Fluchthelfer. Ich wiederhole noch einmal, dass gerade die Fluchthelfer aus der Sicht von Erich Mielke, dem Minister für die Staatssicherheit, für die Stasi, der ärgste Feind gewesen ist. Und es gibt schon unmittelbar nach dem Bau der Mauer das erklärte Ziel des MFS, des Ministeriums für Staatssicherheit, gerade den Fluchtwerkern in Anführungszeichen das Handwerk zu legen. Das ist aber Ihnen, natürlich ja? war,
Aber natürlich war für die Flüchtlinge die Gefahr im hohen Maße ebenso da, denn gerade unmittelbar nach dem Bau der Mauer, dem Versuch der DDR, quasi die eingesetzte Fluchtbewegung, die über Jahre ja in hohem Maße eingesetzte Fluchtbewegung zu stoppen, also dort mit hohen Strafen eine Abschreckung zu erreichen. Ja. Ohne Fluchthelfer hätten viele Menschen die Flucht gar nicht geschafft. Es sind ja einige geflohen, aber es sind viele, viele Fluchtversuche gescheitert. Warum? War die Stasi so gut in ihrer Arbeit, die Grenzer so auf Zack, oder lag es an den unzähligen Denunzianten? Was ist der Hauptgrund? Es gibt da eine Vielzahl von Gründen. Richtig ist Ihre Feststellung, dass die Stasi so gut war. Ich würde sogar die Behauptung aufstellen, dass der israelische Geheimdienst und der Geheimdienst der DDR, das MFS, zu den besten Geheimdiensten gehörten. Aber es lag natürlich auch zum Teil an spontanen Fluchthilfeversuchen, die durchaus auch gelegentlich von Leichtsinn und von Wagemut getragen waren. Und schließlich und endlich lag es auch oft an unglücklichen Umständen. Da ist dann mal ein Tunnel eingebrochen, oder es hat auch eine Vielzahl eben von MFS-Mitarbeitern auch im Westen gegeben, die solche Fluchthilfe und Aktionen unterlaufen haben. Ja, um nochmal zurückzukommen zur Familie Sobel, die haben dann doch wahrscheinlich den richtigen Weg gewählt, denn die Flucht aus dem Ausland nach Westen war tatsächlich wahrscheinlich einfacher als die 1400 Kilometer entlang der deutsch-deutschen Grenze, oder? Also, dass sie einfacher war, will ich nicht sagen. Sie war sicherlich genauso gepaart von Ängsten und von einer möglichst guten Vorbereitung. Aber der zwar durchaus lange Arm der Stasi reichte eben in dieser Intensität vielleicht ins Ausland nicht ganz so weit. Insofern glaube ich, dass die Familie Sobel da einen durchaus gangbaren Weg zum Wechsel von, ja, im weiteren Sinne Deutschland nach Deutschland vorzunehmen. Herr von Keusler, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank nach Erfurt. Ja, das ist spannendster deutscher Geschichtsstoff, um den es heute hier geht. Und es gibt viele interessante Informationen, die wir nicht in die Sendung packen konnten. Also gucken Sie unbedingt auf unsere Internetseite planet-wissen.de. Dort finden Sie auch ein schönes Multimedia-Element zur Chronologie des Mauerfalls. Ein schön bearbeitetes, interessant anzuschauendes. Die ganze Geschichte, um die es sich da handelt, ist natürlich nicht schön. Die Flucht der Familie Sobel war erstmal gescheitert. Das, was Sie mir gerade erzählt haben, da war erstmal ein Punkt, wo Sie gesagt haben, wir gehen wieder nach Hause. Wie schafft man es nach so einer Enttäuschung, das Ruder wieder rumzureißen? Das wollen wir jetzt von Ihnen erfahren. Wie war klar? Wann war klar? Wir versuchen es wieder. Sie waren ja, glaube ich, eher diejenige, die gesagt hat, oder waren Sie auch? Wollten Sie auch heim? Ja, ich habe zuerst einmal resigniert und wollte dann wieder zurück, weil die Strapazen dort mit den Kindern in dem Auto, das war damals ohne Klimaanlage, das war nicht auszuhalten. Und dann habe ich aufgegeben und dann hat sie das Zepter in die Hand genommen und gesagt, komm, hier ist auf der Karte ein Ort zu sehen, wo wir vielleicht noch mal versuchen sollten, abzuhauen. Aber Sie wollten doch eigentlich heim. Ja, das war ein kurzer Moment, nachdem das passiert war. Und wir wurden da so ungnädig behandelt. Und wir wussten ja auch nicht, die haben jetzt alle Dateien von uns, was passiert oder werden wir noch verfolgt. Mhm. Und ja, dann konnten wir wieder losfahren. Und dann habe ich wieder an unser Ziel gedacht, weil das war ja nicht einfach so unvorbereitet. Ein Jahr Vorbereitung. Und wenn man sich einmal entscheidet für so eine Sache, dann ist es nicht eben mal von jetzt auf gleich, sondern da steht einfach ein großes Ziel. Ja. Und wenn ich mich entschieden habe, dann gehe ich auch gerade nach vorne. Dann bin ich auch sehr geradlinig und dann geht's weiter. Und dann habe ich mich wieder gefasst und dann sind wir nach zum Balaton wieder zurückgefahren, etliche Stunden. Und die Kleine hatte auch dann ganz doll Neurodermitis und die Kinder waren fertig. Aber trotzdem war einfach die Situation oder die Intuition, sich die Karte zu nehmen und zu sagen und zu gucken, wo ist noch mal so ein schmaler Weg, wo können wir über die Grenze rüber. Sie waren ja in einer Gegend, in der Sie sich nicht auskannten, muss man ja dazu sagen. Ne? Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich nicht der Kartenleser. Und deshalb sage ich, das ist Intuition, das ist Gefühl. Und wenn man wirklich ein ganz klares Ziel hat, dann muss man alles versuchen. Und ich habe mir die Karte genommen, obwohl er der Kartenleser ist. Und da war einfach dieser Ort Schopron. Die Grenze war halt einfach so schmal, dass man wirklich darüber gehen konnte. Und das war dann unser Weg. Da habe ich gesagt, wir versuchen das jetzt. Und morgen geht es weiter. Und das war unser Weg.
Dann hatten Sie noch von einem paneuropäischen Picknick gehört. Genau. Und das war ja dann auch kein Zufall, ne? Nein, es war auch vorher spannend. Wir waren dann auf diesem Zeltplatz und viele wollten rüber. Und es war auch, waren auch ganz viele Stasi-Leute. Also wir konnten auch uns untereinander nicht unterhalten, weil es war wirklich sehr brenzlig, weil wir mussten mal aufpassen, dass wir nicht wieder zurückgeholt werden, eingefangen werden. Also es war tatsächlich so. Ein paneuropäisches Picknick, das müssen wir, glaube ich, erklären. Das war eine Veranstaltung, grenzüberschreitendes Picknick. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir auch noch gar nicht, dass es dieses Picknick dort geben wird. Ja. Wir waren dann im grenznahen Gebiet zur Grenze nach Österreich. Und dann eines Morgens fiel uns dieses Flugblatt in die Hände auf Ungarisch, wo wir aber auch gar nicht identifizieren konnten, nicht sehen konnten, was kommt auf uns zu. Mhm. Dann haben wir dieses Flugblatt am Nachmittag, das war am Freitagnachmittag, in die Hände bekommen. Und da haben wir gelesen von diesem paneuropäischen Picknick. Und wie Sie schon gesagt haben, wir konnten uns nicht vorstellen, was dort stattfindet. Fast erst im letzten Jahr haben wir genau mitbekommen, was die Opposition in Ungarn dort veranstaltet hat oder veranstalten wollte. Das Ziel ist aber auch ein bisschen schiefgelaufen, weil man hat dort, als man dieses paneuropäische Picknick geplant hat, hat man nicht mit den ostdeutschen Flüchtlingen gerechnet. Also man wollte ein Picknick machen für Ungarn und Österreich, aber auf der österreichischen Seite. Ja, oder genau so, auf der Grenze. So hin und her. Genau auf der Grenze. Also die Grenze wurde aufgemacht. Richtig. Arglos, könnte man sagen. Für 3 Stunden. Und das haben Sie dann plötzlich, haben Sie gemerkt? Ja, wir waren zur richtigen Zeit im richtigen Ort. Wir hatten Glück. Genau. Ja. Und dann sind Sie einfach, waren Sie zu viert? Wie sind Sie da hingekommen? Ja, wir haben uns erstmal also alles doppelt angezogen, was wir mitnehmen konnten, in der Hoffnung, wer weiß, was ist. Das andere haben wir zurückgelassen, dann sind wir gelaufen. Nein, dann war dieser Mann aus Österreich, da war auf einmal ein Mann, der hat immer seine Hilfe angeboten. Wir wissen nicht warum, wieso, weshalb, aber er war einfach da. Und er hat dann uns, die Kinder und noch eine Familie mit Kindern, hat er dann zur Grenze gefahren. Sie haben ihr Auto stehen lassen? Wir haben alle stehen lassen. Wir haben alle stehen lassen. Alles. Ja. Wir haben nur doppelte und Kleider. Die Männer sind dann hinterhergegangen. Also die Frauen und die Kinder waren dann schon, wurden von diesem, ich sag erstmal. Sie haben ihre Frauen, ihre Kinder bei einem fremden Mann ins Auto gesetzt. Richtig. Ja. Ja. Ist ja auch, ne? Ja, aber er war sehr vertrauenswürdig. Ja, ja, das war kein Stasi-Mann, das haben wir gespürt. Da hatten Sie ja wahrscheinlich auch einfach ein Gespür dafür, ob man jemandem vertrauen kann oder nicht. Ja. Ja, das ganze Gebiet auf dem Campingplatz, das war, für mich war das völlig verseucht. Also man durfte überhaupt nichts sagen. Das war wirklich verseucht von Stasi-Leuten. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt, wir waren dort auf diesem Campingplatz direkt am Neusiedlersee in Mörbisch 3 Tage. Und ich habe selbst am ersten Tag schon mit einer Bäckersfrau einen Fluchtplan erstellt. Wir sollten dann eine Woche später geschleust werden. Und gut, das ist dann aber durch dieses paneuropäische Picknick nicht mehr zustande gekommen, weil wir dann schon eher dort in den Westen gekommen sind. Wir haben Bilder. Die schauen wir uns jetzt mal an, wie Sie über die Grenze gehen. Und wenn man das so sieht, dann ist das ziemlich unbegreiflich. Da wird einfach der Grenzzaun aufgemacht. Ja, zu diesem Zeitpunkt waren dann auch schon die Leute da und es war ja auch schon vor 15 Uhr, weil die Grenze sollte eigentlich erst symbolisch um 15 Uhr geöffnet werden. Sind Sie, Herr Sobel? Richtig. Mit der Tochter? Mit der kleinen Sabrina. Und da sind Sie jetzt schon auf österreichischem Boden? Das ist schon auf österreichischem Gebiet, ja. Wir sind bei Mama und Papa. Bei Oma und Opa sind hier. Da habe ich jetzt das dritte Mal Tränen in den Augen, wirklich, weil das so ergreifend ist, wie das Kind sie anguckt, so ganz... Ja, sie wusste gar nicht... Sie versteht die Welt nicht und fragt sich, warum weint der Papa? Mhm. Was war das für sie? Naja, das war schon was ganz Tolles. Ich meine, wenn man so lange darauf hinarbeitet und dann auf einmal doch zu seinen Eltern kommt, dann ist das schon bewegend. Jetzt hatten Sie aber nur Sabrina. Wo waren denn Sie und Indra? Ich war mit Indra hinter dir. Also für mich war das einfach so wie so ein Trancezustand. Ich bin da durchgegangen und für mich war das alles unwirklich. Also ich hatte auch meine Gefühle, die waren so versteckt. Ich bin da einfach nur durchgegangen und habe das gar nicht so bewusst emotional mitbekommen. Für mich war das ein Trancezustand. Mhm. Ich wusste nicht, was jetzt passiert. Das kann ich nicht erklären. Es war ja auch eine wirklich außergewöhnliche Situation und ein außergewöhnlicher Moment. Mhm. Klingt jetzt pathetisch,
Ist aber so, an diesem 19. August 1989 ist der eiserne Vorhang gerissen. An der Grenze zwischen Ungarn und Österreich waren die Sicherheitsvorkehrungen zwar nie so streng wie am deutsch-deutschen Grenzwall, aber auch dort wurde normalerweise geschossen. Und am Tag dieses paneuropäischen Picknicks war kurz die Grenze offen und hunderte DDR-Bürger sind einfach durchgestürmt. Warum haben die Ungarn nicht geschossen? Weil der Grenzoffizier, der an diesem Tag Dienst hatte, den Befehl nicht gegeben hat. So simpel. Beim offiziellen Festakt, 20 Jahre nach diesem denkwürdigen Ereignis, wurde er geehrt und sein Name ist Arpad Bela, der Held des Tages. In der ersten Reihe sitzen immerhin ein Staatspräsident, diverse Minister und eine leibhaftige deutsche Bundeskanzlerin und mittendrin ein unscheinbares Gesicht, Arpad Bela. An diesem Tag ein kleiner Held, nicht nur für die Medien. Der Mann, der vor genau 20 Jahren ein Stückchen Geschichte schrieb, weil er sich nicht an die Vorschriften hielt. Der den richtigen Riecher für einen historischen Moment hatte. Man kennt sein Bild von jenem 19. August 1989. Kurz vor 3 Uhr nachmittags, ungläubig staunend, steht er da mit zwei Kollegen von der Grenzpolizei. Er war damals der diensthabend Offizier im Abschnitt Schopron-Puster. Damals ist er gerade 40 Jahre alt, hat zwei Töchter, die Karriere gefährdet man da nicht so ohne weiteres. Er hatte den Auftrag, das genehmigte Volksfest von Österreichern und Ungarn im Grenzgebiet beim sogenannten paneuropäischen Frühstück mit Lagerfeuer und Speckbraten unter Kontrolle zu halten. Und er sollte 3 Stunden lang ein bisschen Grenzöffnung spielen. Passkontrollen, Verkehrskontrollen, das Übliche, keine besonderen Befehle. Die Kontrolle sollte gründlich misslingen. Ostdeutsche, die an diesem historischen Tag mit dabei waren, erinnern sich kaum an den Mann im Schatten des Schlagbaumes. Ein zufälliges Zusammentreffen heute Morgen. Über 600 Flüchtlinge sollen es allein an diesem einen Tag werden. Wegen eines einzigen Flüchtlings gab es bisher schon eine Menge Ärger. 5 Jahre Gefängnis wären leicht drin gewesen für den Offizier. Also meine Frau und 2 Töchter sitzen sich rund den Tisch, so kümmern. Ich gedacht zuerst, vielleicht ich war im Spät. Im Spätungen. Und vielleicht sie sind böse auf mich. Aber in den nächsten Sekunden meine Frau nur einen Satz gesagt oder gefragt. Papi, was wird jetzt mit uns passieren? Seit 1998 ist Arpad Bela im Ruhestand. Zur Ruhe kommt er nicht. Er hat hohe ungarische Auszeichnungen bekommen für die kleine Heldentat mit den großen Folgen. Damals wusste er so wenig wie alle anderen, wie dieser Tag enden würde. Heute dämmert ihm, dass er ein Teil eines historischen Großversuchs war. Die Verantwortung wurde vorsichtshalber ganz unten abgeladen, bei ihm. Das Experiment sollte aber gelingen. Ja, wirklich ein Mann, der den Titel Held verdient hat. Und Sie sagten gerade, ich war wie in Trance. Sie konnten es gar nicht begreifen. Jetzt waren Sie plötzlich drüben in Österreich. Da waren Sie aber noch nicht an Ihrem Ziel angekommen. Wie ging es dann weiter? Wie war das da? Das ist bei mir gestrichen, das musst du erzählen. Okay, yes? Sehr gern. Ja. Also wir sind dann von sehr vielen Reportern auch empfangen worden dort im Westen. Nicht nur von der normalen Bevölkerung, sondern es war dann auch sehr viel Presse dort wegen diesem Picknick. Dass das nun so ausartet, dass so viele ostdeutsche Bürger dort die Grenze passieren, das wusste kein Mensch. Demzufolge musste dann im Westen auch improvisiert werden, oder besser gesagt in Österreich. Da wurden dann Sonderbusse eingesetzt, die uns nach Wien gebracht haben. Und dann kamen die in die Wiener Botschaft. Und das war dann auch schon die Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Dann wurde ein Sonderzug eingerichtet und der hat die Flüchtlinge nach Gießen gebracht. Und ich habe mir aber sagen lassen, Sie haben in Wien aus dem Taxi raus die letzten Ostmarke aus dem Fenster geschmissen. Nee, das war vorher. Hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an. Nein, das ist wirklich so. Ich habe dann noch ein, zwei Scheine, Ostscheine gehabt. Die habe ich dann aus dem Fenster geworfen. Da hat uns ein Reporter zu dem nächsten Bus oder zu dem nächsten Ort gebracht, wo uns dann die Busse empfangen haben. Aus Begeisterung, aus Erleichterung haben Sie das gemacht, oder? Natürlich, ja. Freude. Aus Freude. Also Sie waren schon erleichtert, obwohl ja, man weiß ja, dass auch in Österreich, auch in Wien noch Stasi-Spitzel unterwegs waren. Ja, ja. War Ihnen das bewusst, dass Sie da doch nicht wirklich in Sicherheit waren? Ja, das haben wir erst. Bewusst wurde uns das erst, als wir die Botschaft in Wien nicht verlassen durften. Wir durften die Botschaft nicht verlassen, um zu telefonieren oder Kontakt mit den Verwandten aufzunehmen. Da hat man uns gesagt, nein, ihr dürft nicht allein rausgehen und die Botschaft verlassen, weil man fängt euch hier sofort wieder weg. Wahnsinn, das hätte ich auch nicht gedacht. Nach 2 Tagen waren Sie dann in Deutschland bei Ihren Eltern.
einfach heimgekommen? Oder für Sie, ja, es waren Ihre Eltern. Wie war es für Sie, Frau Sobel? Für Sie war es ja ein größerer Schritt, die ganze Aktion, ne? Ja, das, also ich habe meine Familie praktisch dann im Harz zurückgelassen. Und für mich war erstmal das Ziel klar. Ich hatte mich ja vorher auch entscheiden müssen für meine Familie, für meinen Mann, für diesen neuen Weg oder zu Hause bleiben und halt diese Sachen zu ertragen, was wir halt in den letzten Jahren erlebt haben. Und da war die Entscheidung schon klar, aber es war eben eine Seite, die ich dann auch verdrängt habe. Und ja, der Schmerz, das kam erst im Nachhinein, weil meine Familie dadurch auch dann viele Schwierigkeiten bekam. Mhm. Wir waren alle in der Partei und der Bruder hat studiert und das war schon nicht einfach, aber es war halt mein Weg. Ja. Ja. Sie haben schon nach 2 Tagen Arbeit gehabt, Herr Sobel, und haben auf dem Weg zum Arbeitsamt, glaube ich, noch eine besondere Entdeckung gemacht, ne? Richtig. Also mein Vater hat uns dann zum Arbeitsamt begleitet, direkt am Montagmorgen. Und wir sind dann durch die Einkaufsstraßen gegangen in Hagen. Wir wurden dann direkt von Gießen abgeholt, mussten auch nicht in die Flüchtlingslager oder in ein Flüchtlingslager. Da hatten Sie einen Vorteil. Und da hatten wir natürlich einen Vorteil. Und wurden dann also direkt zu meinen Eltern gebracht. Und meine Eltern haben es dann direkt aufgenommen. Im Gegenteil, sie hatten sogar schon eine Notunterkunft für uns organisiert. Also waren wir da schon mal gut aufgehoben. Auf dem Weg zum Arbeitsamt gingen wir am Pressehaus vorbei in Hagen. Und auf einmal sah ich im Augenwinkel, den kennst du doch, ne? Und da standen wir, dieses Bild mit Sabrina, das war dann direkt auf der Titelseite einer lokalen Hagener Zeitung. Ne? Ich meine, mich auch erinnern zu können an dieses Bild. Das ging, glaube ich, durch ganz Deutschland. Dann, ja, das ging um die Welt eigentlich, ja. Sind Sie berühmt geworden? Naja, gut. Und hatten schon nach 2 Tagen Arbeit. Das war ja auch wirklich das war das Wichtigste. Das war das Allerwichtigste. Sie haben sich also, ja, bemüht muss, ja, natürlich auch, aber Sie haben auch einfach gehandelt. Sie sind zum Arbeitsamt, Sie haben sich engagiert, Sie sind sofort los und wollten so schnell wie möglich Fuß fassen, bemühten sich selbst auch um Ihre Finanzen sozusagen durch die Arbeitsstelle, Kindergarten. Das lief nicht bei allen so gut, die im Westen angekommen sind. In den kommenden Monaten gelang ja zigtausenden Menschen die Ausreise in den Westen. Und das war für viele, die keine Verwandten im Westen hatten, wie die Sobels, auch eine Ernüchterung. Sie mussten in überfüllten Auffanglagern erstmal warten, bekamen dann irgendwann eine Sozialwohnung zugewiesen und den Rest mussten sie selbst schaffen. Und so ging es 1990 auch Familie Beihof. Die Lauferei zwischen Meldebehörde, Sozial- und Arbeitsamt haben sie hinter sich. Sabine und Rolf Beihof aus Jena, die seit Mitte Dezember in Düsseldorf-Benrath leben. Die beide 37-jährigen Eheleute sind noch per normalem Ausreiseverfahren, das sie im Sommer vergangenen Jahres in Gang gesetzt hatten, vor 8 Wochen über Gießen und Wesel in die Landeshauptstadt gekommen. Den Geburtsort von Rolf Beihofs Mutter. Auch Bruder und Schwester des Baufacharbeiters wohnen bereits hier. Trotz verwandtschaftlicher Vorwarnung gab es Pläne, die längst auf Eis liegen. Reisen, Auto, Einkäufe, alles in weite Ferne gerückt. Die ersehnte Freiheit hat Preisschilder bekommen. 635 Mark Begrüßungsgeld für das Ehepaar und Tochter Sandra von Bund und Land halfen im Dezember über erste Probleme hinweg. Dazu kamen rund 1900 Mark Arbeitslosengeld. Doch seit Beginn des Jahres gibt es nur noch ein pauschales Eingliederungsgeld von rund 1000 Mark. Ihr Hobby Schallplatten sammeln haben die Beihofs auf später verschoben. Eine eigene Wohnung ist wichtiger. Trotz Wohnberechtigungsschein versuchten sie es bei einem Makler, da Sozialwohnungen kaum verfügbar sind. Aus 60 Interessenten ausgewählt, sollten die Übersiedler sogar den Zuschlag für eine 70 Quadratmeter Wohnung bekommen. Doch es scheiterte am Geld. Abstandszahlung, Kaution und Maklergebühr summierten sich auf 6000 Mark. Und ein ihnen zustehendes Einrichtungsdarlehen in gleicher Höhe können DDR-Neubürger nur bekommen, wenn der Mietvertrag unterschrieben ist. So müssen die Beihofs vorerst weiter in diesem 17 Quadratmeter großen Zimmer leben, kochen und schlafen, das ihnen von der Stadt als Notunterkunft zugewiesen worden ist. Mehr Erfolg hatten sie auf dem Arbeitsmarkt. Zwar hat die gelernte Bauzeichnerin Sabine Beihof bei der Suche nach einem Job als Verkäuferin bislang nur Absagen bekommen, aber ihr Mann Rolf wird am 1. Februar bei einer kleinen Firma als Maurer anfangen. Auch die 17-jährige Tochter Sandra hatte Glück. Anfang Januar erhielt sie einen Ausbildungsplatz als Zahnarzthelferin und kommt seither nur noch zum Mittagessen nach Hause. Mit 600 Mark Lehrgeld trägt sie zum Familieneinkommen bei. Die Beihofs würde der Wegfall von Sozialleistungen also kaum treffen, aber andere Übersiedler abschrecken? Manche sind sehr flexibel, aber es gibt eben doch viele, die eben Stützen brauchen.
Denn wir sind ja 40 Jahre lang aufgewachsen, wo man immer in die Richtung gelenkt worden ist. Also ist im Prinzip eine gewisse Selbstständigkeit kaum gefragt gewesen. Und das ist eben das schwierige Problem da hier, wenn man jetzt hier rüberkommt und mit der ganzen Sache zurechtzukommen. Auf sich selbst gestellt zu sein. Ja, genau. Die finanziellen Eingliederungshilfen scheinen für junge Übersiedler mit passenden Berufen für den hiesigen Arbeitsmarkt nicht in erster Linie ein Anreiz zu sein. Wohl aber die Betreuung durch Aufnahmelager, Sozial- und Arbeitsamt. Nicht gewöhnt an Eigeninitiative, finden sie das soziale Sicherungssystem zwar erstrebenswert, aber wenn DDR-Bürger nicht mehr in Notunterkünften aufgenommen werden sollten, würde viele dies härter treffen. Sie müssten sich Wohnung und Arbeit dann vor dem Umzug selber suchen. Sie hatten zwar die Unterstützung durch Ihre Eltern, aber bei Ihnen war auch nicht alles eitel Sonnenschein. Die erste Wohnung, die Sie dann zugewiesen bekamen, war über einem Bordell. Ja, die war heftig. Das war für mich sehr heftig. Ja. Mit den beiden kleinen Kindern und dann hat man halt diese Herren gesehen und auch die jungen Frauen, die dann eigentlich auch zugedröhnt waren. Und dann war die erste Frage an den Vermieter, wie kann man denn sowas tun? Und dann sagte er, ein lukratives Geschäft, das musste ich erstmal verdauen. Das war für mich völlig neu. Ja. Ja. Und das war Ihnen ja auch am Anfang nicht klar, ne? Das haben Sie dann einfach irgendwann gemerkt? Nein, das haben wir jetzt hinterher erfahren. Wie lange haben Sie da gewohnt? Wie schnell haben Sie eine andere Variante wir haben, bekommen. Gut, die allererste Wohnung war eine Notwohnung in einer Gegend, wo sehr viele, zu diesem Zeitpunkt sehr viele aus Polen, aus Russland waren. Und wir waren eigentlich fast mit die Ersten, die aus der DDR dort gewesen sind. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns selbst gekümmert, um dann diese Wohnung zu bekommen. Das war vielleicht so nach 2 Monaten. Mhm. Und dann haben wir von 1989 bis 1991 dort in dieser Wohnung gelebt und sind dann 1991 nach Cham verzogen. Doch eine Weile ausgehalten dort. Ja, aber das Gute war, wir hatten vorher beide dann Arbeit. Mhm. Und dadurch haben wir diese ganzen Sachen nicht so den ganzen Tag mitbekommen. Mhm. Das war schon mal gut. Mhm. Familie Sobel war also gerade dabei, sich eine neue Existenz aufzubauen. Dann fiel die Mauer. Der 9. November 1989, der Schicksalstag der Deutschen. Er hat begonnen wie jeder andere Tag. Aber spätestens am frühen Abend wurde es richtig dramatisch. Immer noch unglaubliche Bilder. Sie waren auch beide gerade ganz gebannt. Wie war das für Sie, als Sie das, Sie haben gerade gesagt, ich hatte, glaube ich, Spätschicht, als ich das im Fernsehen gesehen habe. Sie haben es auf der Arbeit gesehen, als Eisenschmelzer haben Sie gearbeitet. Nee, ich habe es zu Hause gesehen und musste danach zur Arbeit. Ich habe eine Wiederholung gesehen am Vormittag, was da am Abend stattgefunden hat. Sie hatten die Flucht gewagt. Sie haben Ihr Leben riskiert. Sie hätten erschossen werden können an der Grenze. Und nur wenige Monate später wird die Mauer aufgemacht. Ja, haben Sie Ihre Flucht bereut oder wie war das, was haben Sie gefühlt? Ich hatte einen Augenblick gedacht, ja, dann hättest du doch nur abwarten können und wärst dort drüben geblieben in dem schönen Haus im Wald und hättest alles wieder so gehabt. Aber es war nur ein kurzer Moment, weil den Weg, den wir gegangen sind, das ging immer weiter. Und das Ziel war klar, wir sind jetzt hier und wir haben unsere Freiheit und wir können uns entwickeln. Weil für mich war auch wichtig, dass man sich auch selber entwickeln kann, auch beruflich. Das war für mich halt ein ganz wichtiger Punkt. Und das konnte man drüben nicht. Und das konnte man auch danach nicht und kann man auch heute noch nicht immer so schnell. Also war das schon der richtige Weg, diese persönliche Entwicklung. Und Sie haben ja gesagt, Sie wussten es einfach nicht. Man wusste es ja nicht. Richtig, nee, niemand wusste es. Niemand wusste es zu dem Zeitpunkt, als wir geflüchtet sind. Und es wusste auch, wir haben wirklich uns damit abgefunden, dass wir unsere, oder ich meine Schwiegereltern oder auch meine Freunde im Osten dann die nächsten 20, 30 Jahre nicht sehen werden. Und dann hätten Sie nach dem 9. November 1989 ja wieder zurückgekonnt in Ihr schönes Haus im Harz. Nee, das war dann, nein. Das da gab es keinen Weg mehr zurück. Warum nicht? Ja, wir haben eine Arbeit gehabt, für uns ging es gut, wir waren bei meinen Eltern und ja, wir hatten Pläne. Ja, die Pläne, die haben sich wirklich schon so festgesetzt und daran haben wir ganz fest geglaubt und auch daran gearbeitet. Ne? Ja, wir hatten die Pläne der Selbstständigkeit und das ging ja dann auch relativ schnell 1991. Also es war schon alles klar, wir hatten beide Arbeit, wir hatten auch einen Kindergartenplatz, also es war auch immer wieder Glück, wir hatten wirklich viel Glück dabei. Also wir haben gekämpft, aber wir hatten auch viel Glück dabei. Jetzt machen wir einen großen Sprung von 1989, heute haben wir 2013 haben wir natürlich schon. Was ist in den letzten 20 Jahren passiert? Sie haben sich selbstständig gemacht. Ja, es ist unglaublich viel passiert. Es ist immer in Bewegung. Ja, wir konnten uns beruflich weiterentwickeln. Wir haben einen Familienbetrieb.
ich konnte meine persönlichen Wünsche verwirklichen, dass ich die Ausbildung der Osteopathie machen konnte. Den Heilpraktiker durfte ich machen. Ich darf jetzt noch 2 Ausbildungen machen. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich mich in meinem Bereich so entwickeln durfte. Mhm. Und auch unsere Kinder. Und ja, und mein Mann halt das mit seiner Kreativität so aufgebaut hat, weil alleine hätte ich es auch nicht geschafft. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und das hätte ich auch drüben nicht geschafft. Jetzt gucken wir uns mal den Familienbetrieb Sobel an. Und da sehen wir auch dieses wunderschöne Haus im Harz, das Sie gerade schon ein paar Mal erwähnt haben. So sieht das Leben der Sobels heute aus. Kein alltägliches Familienleben, denn sie ziehen alle an einem Strang, den ganzen Tag. Mittendrin der ganz kleine Nachwuchs. Alle Familienmitglieder arbeiten miteinander in der Praxis. Der Zusammenhalt ist groß. Hast du den Bericht für deine Hausbesuchspatientin schon fertig? Gibst du mir den mal kurz her, damit ich nochmal nachgucken kann? Kannst du mal die Karte von Maria mit rausgeben, dass wir die mal durchgucken? Genau, heute schon am Montag. Die jüngere Tochter der Sobels, Sabrina, war bei der Flucht erst 2 Jahre alt. Indra war damals 4. Beide sind sich einig. Das gemeinsame Erlebnis hat die Familie bis heute stark gemacht. Dieser Entschluss, einfach mit 2 kleinen Kindern das zu machen und das halt durchzuziehen, obwohl wir halt so klein waren und es noch nicht halt so mitbekommen haben, ist es trotzdem was, was uns damals zusammengeschweißt hat, und das wird uns auch niemals mehr trennen, egal was passiert. Außerdem waren wir ganz tapfer auf der ganzen Fahrt. Als wir die Grenze abgefahren sind, haben wir nicht einmal geweint. Ihren Beruf als Physiotherapeutin hat sie bereits in der DDR erlernt. Im Westen baut die ganze Familie auf ihren Fähigkeiten die Selbstständigkeit auf. Simone Sobel ist der ruhende Pol, um den alle kreisen. Sie hat immer die ganze Familie im Auge gehabt, wie am Tag der Flucht. Da hat irgendjemand gesagt, die Männer gehen und die Frauen werden mit den Kindern gefahren. So war das. Und dass meine Mama dann wirklich gesagt hat, nein, ich gehe nicht ohne meinen Mann. Also wir gehen alle zusammen halt rüber, aber nicht ohne meinen Mann. Und das ist halt was, das ist so. Und das zeigt halt die ganze Familie, ne? Die ganze Familie Sobel arbeitet auch heute noch an der Erfüllung ihrer Träume. Die eigene Praxis in Kamen war so ein Traum. Ein anderer steht vor der Tür, ein Pickup. Typisch amerikanisch. Einmal ein exotisches Auto zu fahren, war schon zu DDR-Zeiten Walter Sobels großer Wunsch. Wie sehr ihre Eltern für den Erfolg zusammengehalten haben, bewegt Tochter Sabrina noch immer. Die haben Träume gehabt, aber das ist immer so der Unterschied, Träume und Träume durchsetzen. Und mein Papa ist wirklich ein Visionär mit einer Frau, die ihn in allem unterstützt, immer mitgezogen hat, immer mitgemacht hat. Und das ist der Grund, warum das bei uns geklappt hat. Nicht, weil wir uns die Füße über uns hingesetzt haben, Füße hochgelegt haben und gesagt haben, ja, Westen, jetzt kommt und gibt uns was, ne? Sondern einfach, weil immer hart gearbeitet wurde. Sowohl sich die Sobels im Westen auch fühlen. Blankenburg bleibt trotzdem immer ihre Heimat. Hier in diesem Haus haben sie bis zur Flucht gelebt. Wir begleiten Simone und Walter bei ihrer Rückkehr in den Harz. Jede Holzlatte am Zaun hat er selber angebracht. Erinnerungen werden wach. Die teilen sie vor allem mit Mona und Frank Mahnke, ihren besten Freunden. Die wussten zwar nichts von den Fluchtplänen, gewundert haben sie sich darüber aber nicht. Bei den beiden, denke ich, war es konsequent und logisch, dass das so gekommen ist. Und wir hätten auf jeden Fall, man wusste ja nicht, wie es weitergeht, aber wir hätten immer versucht, irgendwo wieder den Kontakt zu finden und zu suchen, auch wenn es erstmal für einen im Kopf war, nie wieder. Die Freundschaft ist damals wie heute sehr eng. Die Mahnkes haben den Sobels im Sommer 89 ihr Zelt geliehen. Für den Urlaub, wie sie glaubten. Es blieb an der ungarischen Grenze zurück. Seitdem ist unsere Campingkarriere zu Ende. Ja. Dank Walter und Simone. Wir hätten ja so gern noch mal gezeltet. Ja, aber jetzt seit über 20 Jahren kein Camping mehr. Kein Camping mehr. Trotzdem. Zum Wohl. Super. Ein Hoch auf die grenzenlose Freundschaft. Zurück in der Praxis in Kamen. Guten Morgen. Na, alles gut? Ja. Ja. Jedes Familienmitglied hat hier seine eigene Aufgabe, soll gleichberechtigt zum Erfolg beitragen. Für den Mut, den ihre Eltern für dieses gemeinsame Leben in Freiheit aufgebracht haben, sind die Töchter zutiefst dankbar. Eigentlich ist das Wahnsinn, also für alle, die sowas gemacht haben, mit kleinen Kindern halt, ne? Weil immer dieser Gedanke halt da ist, was hätte wirklich schief gehen können. Ja, was ist auch einfach stolz auf diesen Charakter von unseren Eltern, dass sie beide einfach so viel geschafft haben. Ach,
das schön, wenn die Kinder sowas über einen sagen? Ja. Traumhaft. Sind ja auch toll. Bei Ihnen möchte man ja glatt Familienmitglied werden. Das sieht alles so idyllisch aus. Ja, es gibt auch andere Seiten. Aber es ist wirklich klasse, dass das auch als Familienbetrieb so funktioniert. Ja. Das ist eine schöne Sache. Und Sie sind ja jetzt die Hälfte Ihres Lebens Ossis, wenn Sie mir das erlauben, gewesen. Mhm. Und die andere Hälfte Wessis. Mhm. Was sind Sie mehr? Also ich glaube, das Geheimnis ist die Mischung. Wir haben drüben bestimmte Dinge einfach erlernt. Dankbarkeit, dass man mit kleinen Dingen zurechtkommen kann, dass man kreativ ist, flexibel und man hat eine andere Wertigkeit, die ich sehr gerne hier mit drüber nehme, Konsumverbrauch. Ja, die und fehlt halt, uns hier manchmal, die fehlt. Da gebe ich Ihnen recht. Ja. Und dieses Persönliche, die respektvolle Seite und dieses Verständnis füreinander, miteinander anders umzugehen, das ist noch mehr, das ist herzlicher. Und das ist diese Mischung, die wir mit hier rübergenommen haben. Und das andere, was hier ist, wir haben hier auch ganz tolle Menschen kennengelernt und wir fühlen uns hier sehr wohl und es war alles richtig, was wir gemacht haben. Aber das Auto steht Ihnen auch sehr gut. Dankeschön. Also alles richtig gemacht, Herr Sobel? Ja, eigentlich würde ich sagen, alles richtig gemacht, aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch viele, viele, viele schöne Ideen. Was haben Sie noch vor? Ja, wir haben noch sehr viele Ideen und es geht weiter, aber die möchten wir hier nicht verraten. Oh. Mhm. Beruflich, privat? Beruflich, privat, beides. Sowohl als auch, ja. Sie tragen ja Ihre Geschichte auch in Schulen zum Beispiel. Erzählen Sie Schulkindern, wie kommt das an? Ja, das war jetzt einmal, dass wir so darüber berichtet haben, aber wir haben Folgendes vor, wir möchten auch eine Ausstellung hier nach Unna holen in dieses Gebiet. Wir haben alle Leute kennengelernt letztes Jahr zu einer Ausstellung, die in Berlin stattgefunden hat, unter anderem auch den netten Herrn Appert Bella, der die Grenze damals geöffnet hat, ganz genau. Ja, den haben wir kennengelernt und in Berlin zur Eröffnung der Ausstellung. Und das ist so ein Projekt, das möchten wir sehr gern hier auch nach Unna holen, damit wir dann auch die Schulen dort reinkriegen, damit die auch sehen, was hat denn da stattgefunden, die politischen Hintergründe, dass man das nochmal ausleuchtet und zeigt, was war damals? Ja, dieser Film, diese tolle Flucht Idee. Wurde in den Schulen mit gezeigt, den Schülern, um die Geschichte nochmal zu verarbeiten. Und da haben wir halt eben auch gute Resonanz bekommen, dass das wirklich ein wichtiges Thema ist, das nicht zu vergessen, wie es ist, wenn Ost und West getrennt wird oder wenn Menschen überhaupt getrennt werden, dass sowas nie wieder passiert. Ja, und die Schüler von heute, die haben ja überhaupt gar keine Ahnung. Es ist auch schwierig, das denen zu erzählen. Ich habe es noch nicht mit meinen Söhnen probiert, nur leere Augen. Ich habe geredet. Ja, toll, dass Sie das machen. Wir sind gespannt auf die Ausstellung. Und ja, ich drücke Ihnen die Daumen für Ihre Pläne, die Sie uns nicht verraten wollen. Wer weiß, was wir noch alles von Ihnen hören. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Sehr gerne. Alles Gute, schöne Grüße an die Familie. Enkel haben Sie ja auch schon, wie wir gesehen haben. Das war Planet Wissen über Flucht aus der DDR. Vielen Dank fürs Zuschauen, für Ihr Interesse und bis bald. Tschüss.